Hallo und ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Mensch, da ist er, der Resident Evil VR-Mod. Es war jetzt schon eine ganze Weile bekannt gewesen, dass der jetzt rauskommt und da ist er jetzt endlich. Also nicht nur für Resident Evil 2, sondern auch für Resident Evil 3 und naja, zum Teil auch zu Resident Evil 7 und 8. Nur da halt ohne Motion Controller Unterstützung. Der VR-Mod ist kostenlos. Ich habe euch auch in die Videobeschreibung unten einen Link reingestellt, wo ihr direkt zu dem Download kommt von den ganzen Mods. Die Installation ist pipifax einfach. Einfach nur die ZIP-Datei entpacken ins Spieleverzeichnis und dann startet das Spiel automatisch in VR. Dann könnt ihr noch ein VR-Mod-Menü aufrufen. Da wusste ich zuerst auch nicht, wie ich das aufrufe. Ist aber ganz einfach. Yo, Smoke Weed Every Day. VR-Mod-Menü aufrufen ist ganz einfach. Einfach die Einfügen-Taste auf der Tastatur drücken. Das ist ganz einfach. Da kann man noch ein paar Sachen einstellen. Ich gucke erstmal in den Chat, weil ich habe gesehen, da sind nämlich schon einige. Hallo Eckehard Klatt. Hallo Tsubunapi. Hallo Leni. Nessie, hallo. Lang nicht gesehen. Rimo, hallo. Okni. Und der Buddy, hi. Grüßt euch alle und wünsche euch noch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Seid alle wieder nüchtern und alle frisch. Ja, also, falls ihr Fragen zu dem VR-Mod habt, das gibt es natürlich nur für die PC-Version, ne? Ist klar. Also, PlayStation-Version oder sowas, gibt es da leider keine Möglichkeit, das in VR zu spielen. Aber auf dem PC für die Steam-Version ist es kein Problem, kostenlos, wie gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal im Gameplay an, wie das Ganze funktioniert. Ich spiele das mit der HP Reverb G2. Ich habe es vorhin auch schon mit der Quest 2 über Airlink probiert. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt mit der G2 hier sieht es aber nochmal eine Ecke geiler aus, muss ich sagen. So, ich hoffe, dass es soweit im Stream flüssig läuft. Ich nehme das Ganze über dieses OpenVR-Plugin auf. Das ist zwar manchmal so ein bisschen ruckelig, ich hoffe, dass es aber ganz gut funktioniert. So, Buddy gibt ein Däumchen hoch. Also ist wieder nüchtern. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, also ich habe jetzt gerade das Spiel gestartet. Am Anfang kann man sich auswählen, ob man mit Leon Kennedy oder mit Claire Redfield spielen möchte. Ich habe mich für Leon entschieden und bin jetzt hier am Polizeihauptquartier angekommen. Zurück zum Spiel. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich muss mal das Spiel im Vordergrund machen. Zack. Jetzt, zack. So. So, also ich stehe jetzt hier vor dem Polizeihauptquartier in Raccoon City. Bin jetzt hier gerade eben schon vor diesen Zombies hier weggerannt. Beziehungsweise weggelaufen, weil genau das ist nämlich gerade das Problem, was mir gerade eben so ein bisschen aufgefallen ist. Ich krieg's irgendwie nicht hin zu rennen. Ich drücke immer den Stick runter, aber irgendwie rennt die Figur nicht. Ich weiß nicht, ob hier Rennen einfach an der Stelle noch nicht freigeschaltet ist. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das war. Ansonsten, ihr seht hier auf jeden Fall eine volle Motion-Controller-Unterstützung. Das ist natürlich ziemlich geil, ne? Der Charakter hier sieht auch ganz cool aus. Man kann das Spiel auch komplett in der Third Person spielen. Also standardmäßig ist, wenn man das Spiel startet, erstmal die Third Person, ja? Also wundert euch da nicht. Ihr müsst erst in dieses VR-Mod-Menü gehen und die Einfügungstaste drücken. Und in die First Person wechseln. Dann funktioniert das erst. So. Wir gehen jetzt hier einfach mal an diese Polizeistation rein. Und das sieht schon mal sehr, sehr cool Hallo? aus. Ist irgendjemand hier? Ich hoffe, das läuft soweit flüssig bei euch. Kann ich es jetzt gar nicht so sehen im OBS. Oh, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Oh Mann, Resident Evil 2 ist auch schon wieder so lange her. Ich habe kein Plan, was hier eigentlich so abgeht. Man sieht rechts den Greenscreen. Nessie kommt gerade rein. Oh ja, sehe ich jetzt auch gerade, ja.
Was ist da los? Schlechte Beleuchtung hier. Ja, wenn ich zu weit nach hinten rutsche, dann ist da ein Schatten. Ich habe einen Schatten, ja. Nessie sagt, ich habe einen Schatten. Linker Trigger, linker Grip. Nee, habe ich schon probiert, Erino. Nicht geklappt mit dem Rennen. Also linker Trigger funktioniert nicht, rechter Trigger auch nicht. Grip-Taste auch nicht. Rechte Grip-Taste ist nämlich, dann macht er so den Zielmodus, nur dann kann ich schießen. Linke Trigger. Passiert ja auch nicht. Linke Trigger, passiert gar nichts. Also wie ihr seht hier, ich habe hier auch so ein Charaktermodell, ne? Das sieht also wirklich ganz cool aus. Aber mit dem Rennen kriege ich halt noch nicht so hin. Muss ich vielleicht die Arme bewegen oder so? Anscheinend nicht. So, also hieran kann ich mich so ganz dunkel erinnern. Hier muss man irgendwelche Sachen einsetzen. Drei so eine komischen Symbole, die man findet. Mathilda. Ach nee, ich habe mein Inventar aufgerufen. Was soll das? Ja, was soll denn das, dass ich nicht rennen kann? Ja, warum will er denn immer jetzt hier ein Objekt benutzen? Aber das ist erstmal eine Schreibmaschine, kann ich erstmal abspeichern. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Computer hier, kann ich den benutzen? Also er wechselt jetzt. Oh ja, hier diese Zwischensequenzen. Wir sind ein bisschen komisch, ne? Von der Perspektive Man her. muss doch hier sein. Oh. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Also für Teil 3 funktioniert das übrigens auch ganz genauso mit den Motion Controllern, und Teil 7 und 8 können auch schon in VR gespielt werden mit dem Mod, allerdings da nur mit dem Gamepad. Also da gibt es noch keine Motion Controller Unterstützung. Mef2 spielt Ark Survival Evolved. Ja, was auch sonst. Was anderes spielt er ja auch nicht. Oh ja, Pistolenmunition. Inventar funktioniert ganz gut. Was ist das hier? Erste-Hilfe-Spray. Ist immer gut. Ruckelt es denn bei euch irgendwie oder so? Buddy will tausendmal, was soll das auslösen? Ja, das ist immer so ein bisschen rausswitcht mit der Perspektive, wenn man das Inventar aufruft, ist ein bisschen komisch, aber geht schon. Ansonsten sieht es echt cool aus, ne? Weil die Grafik von diesem Remake, die ist schon echt geil. Mef2 spielt schon wieder Ark Survival Evolved. Mensch, ja, wie oft denn noch? Ah, okay. Soll ich da jetzt unten durch, oder was? Oh, scheiße. Nein, geht da nicht durch. Nein! Keine gute Idee. Nein, keine gute Idee, da ist dunkel. Leon, nein. Mef2, ja, das wissen wir doch jetzt schon, dass du Ark spielst. So, also hier in der linken Hand habe ich jetzt die Taschenlampe. Auch ziemlich cool. Was nicht so cool ist, dass es dunkel ist.
Also, hier fehlt mir eine Sicherung. Dann habe ich ein bisschen Licht. Oh, scheiße. Oh, oh. Das Spiel wird doch nicht jetzt etwa gruselig. Du schaffst das. Du schaffst das, ja. Chaka. Halten. Und nun? Ah ja. Hey, was habt ihr denn jetzt alle mit dem... Was soll das hier? 1000 Mal. Zeig mal Inventar. Okay, warte mal. Zeig mal Inventar. Da ist es. Also er switcht halt... Er switcht halt aus der Ego-Perspektive raus, ne? Dann steht man so auf einmal hinter sich selbst. Und dann funktioniert es hier aber ganz gut. Dann kannst du hier mit dem Stick durchs Inventar switchen. Okay, mit den Grip-Buttons kannst du dann da oben die Reiter wechseln. Also hier die Karte aufrufen. Ach, guck mal, da muss ich hin. Raum der Wache. Kann ich das auch gleich mal hier nachladen? So, nee, geht nicht. Also Inventar klappt so ganz gut. Ist halt nur ein bisschen komisch, dass er so aus der Perspektive, aus der Ego-Perspektive rausspringt. Aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Ich wollte nachladen. Wie ging das nochmal? Irgendwie habe ich das vorhin hingekriegt, dass er nachlädt. Ach ja. Das war ja auch komisch. Er hat die Taschenlampe so ganz kurz... weggemacht, um dann nachzuladen. Oh shit, Zombies. Aufwachen! Schnell! Ich höre irgendwas. Aufwachen! Wo denn? Mach die verdammte Tür auf! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Und da. Wo ist meine Taschenlampe hin? Weg. Ich hol sie raus! Oh, vielleicht sollten wir den lieber drin lassen. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Das war doch klar. Jawohl! Ich glaube, er ist tot. Oh, scheiße. Boah, nee, das ist komisch, wenn die Kamera sich so bewegt. Eieiei, da wird mir aber ein bisschen komisch. Nessie, hallo? Hallo. Was willst du? Wolltest du mich erschrecken oder was? Ah ja, hier, also drei Dinger, die ich da einsetzen muss in dem Hauptraum. Chefschweißer, moin! Die Grafik ist geil. Die Grafik ist geil. Das ganze VR-Remake hat ja eine geile Grafik. Und klar, oh, scheiße. Ein paar Effekte musste man jetzt natürlich rausnehmen hier, aber... Ich habe auch die Auflösung nochmal ein bisschen runtergeschraubt jetzt hier für die Aufnahme bzw. für den Stream. Aber ansonsten läuft das wirklich super. Ist der tot? Bei Teil 1 hat man immer so schön gesehen, dass wenn einer tot war, dann kam immer so eine schöne Blutlache raus. Hallo? Ich glaube, er ist tot. Oh, scheiße.
kommt der jetzt da durch. Oh, fuck you. Oh, scheiße. Verdammt, warum bin ich so schreckhaft? Oh nein, meine Muni ist alle. Meine Muni ist alle. Oh, scheiße, das ist ja ganz schlecht. Ah, oh, scheiße. Warum habe ich denn keine Muni? Und jetzt kann ich nicht rennen, ey. Das ist ja mal... Oh, hier ist zu. Warum kann ich nicht rennen? Oh nein, jetzt kommen hier noch mehr. Oh, fuck. Scheiße. Die sind überall. Ja, scheiße. Oh no, no. Kommen die mir hinterher? Bitte nicht, bitte nicht. Ich muss da irgendwo Munition sein. Erste-Hilfe-Spray. Ich brauche kein Erste-Hilfe-Spray, ich brauche Munition. Scheiße, Klo läuft über. Scheiße, der ist an der Tür. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine... Oh, scheiße. Nein. Ich habe auch kein Messer oder so. Shit. Oh Gott, ich glaube, ich bin nicht tot. Mann, geh weg. Scheiße. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich drücke alle Knöpfe. Oh, scheiße. Huch, das ist auch eine komische Perspektive. Sie sind tot. Das ist ja... Ich habe ja nur 6 Schuss gehabt. Scheiße, mein Kleister. Nee, ich will da nicht nochmal hin. Kann ich hier nochmal rausgehen? Und erstmal vielleicht nochmal ein bisschen Munition sammeln gehen oder so? Hallo? Scheibenkleister. Ich brauche Muni, ey. Ja, 6 Schuss, damit komme ich doch nicht weit. Haben die keine Munition hier rumliegen? Ich kann doch mal da reingehen. Ach ne, da ist eine Kette vor. Verdammt. Ja, wie soll ich denn vor den ganzen Zombies hier entkommen, wenn ich keine Munition habe? Pinöpel spielt OVR. Wer ist denn Pinöpel? So, hier war nur ein Erste-Hilfe-Ding. Kann ich aber auch schon mal gebrauchen. Weil wenn ich keine Munition finde, habe ich hier schlechte Karten. Danke, tschüss, das war's, ja. Muss doch hier irgendwo Munition geben, ey. Was ist das Munition, ey? Spaghetti. Hier ist nichts. Verdammt. Was ist das? Lichtschalter? Was nützt mir der Lichtschalter? Munition, ja! 10 Schuss. Sehr gut. Das ist doch schon mal was. Aber das reicht nicht. Mann, ey, ich muss doch irgendwie rennen können. Funktioniert nicht.
Wenn ich wenigstens ein Messer hätte. Aber so habe ich doch gar keine Chance. Kann ich vernünftig rennen? Wobei ich mich echt frage, warum ich nicht vernünftig rennen kann. Tja. Hier noch irgendwo Munition? Ne. Sieht nicht so aus. Jo. Dann hole ich den mal jetzt wieder raus, da den Typen. Was hat er da fallen lassen? Was ist das? Oh no, 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 no. Achso, das Notizbuch war das gewesen. Scheiße. Oh fuck you! Scheiße. Man kann die auch nicht irgendwie wegstoßen oder so, oder? Scheiße, ich kann auch nicht einfach an ihm vorbeilaufen. Du blöder Arsch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Mann, renne doch mal, ey. Toll. Nützt mir ja auch nichts der Raum hier. Scheiße. Kommen die mir jetzt hier hinterher? Oh ja, sie kommen hinterher. Verdammt. Früher in den Teilen sind die nie durch Türen durchgekommen. Oh no. Headshot. Yes. Also zielen funktioniert wunderbar. Frage ist, sind die jetzt tot? Oh nein, noch einer. Noch zwei. So, meine letzten 10 Schuss. Komm schon. Tot oder nicht tot? Das ist jetzt hier die Frage. Trau der Sache noch nicht. Tun doch alle nur so. Oh, meine Scheiße. Genau, was zum Teufel? Nein, ich wusste es, ich wusste es. Der bleibt jetzt aber liegen, oder? Noch 4 Schuss. Jetzt bist du aber tot, oder? Oh, komm schon, ey. Ich muss jetzt hier raus. Wo muss ich denn hin, ey? Ach, ich habe meine Taschenlampe. Ich vergesse mal, dass ich eine Taschenlampe habe. Oh nein, da ist noch einer. Reichen für den 4 Schuss? Oh, Schatz. Geh doch mal, Mensch. Oh, was ist das? Holzbretter. Was soll ich mit Holzbrettern? Ich brauche keine Holzbretter, ich brauche Munition. Jawohl, ich habe Schussmunition gefunden. Aber ansonsten ist hier auch nichts. Der lebt doch noch, ey.
Lebt er noch? Ich höre doch irgendwo was. Ja, der lebt noch. Nein, daneben! Nein, 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 nein! Wo ist er? Da. Oh Mann, jetzt schieße ich auch daneben, ey. Komme ich hier irgendwie rein? Nee, scheint zu sein. Komme ich hier wieder raus? Oh, scheiße, jetzt habe ich die Windows-Taste gedrückt. Oh no! Oh, oh no! Ja, voila! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Nervenaufreibend, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Der war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Auf jeden Fall. Ich habe alles gegeben. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Boah, das ist komisch. Ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Man kann übrigens auch in dem VR-Mod-Menü einstellen, dass man die Zwischensequenzen aus der Ego aus der Ego-Perspektive erlebt. Ist aber experimentell, stand da. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität. Aber ist vielleicht insgesamt. Ich werde sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl. Besser, weil so springt die Kamera mal so hin und her. Ich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Das. Was ist das? Ich kann das nicht. Stop. Was ist das? Mach nicht so einen Fehler. Taser oder was? Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Na, der sieht nicht gut aus. Ein Kampfmesser war das. Das sah ja gar nicht so aus. Das sah aus wie ein Taser oder sowas. Breithalten und schlitzen. Jawoll. Und kann zum Kontern verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Das ist gut, das brauche ich. So, jetzt kann ich mir nämlich, wenn ich die linke Grip-Taste drücke, habe ich jetzt automatisch das Messer in der Hand. Das sieht scheiße aus mit dem Greenscreen, ja. Sieht gruselig aus, ne? Als wenn da ein Geist steht. Warte. Nessie meckert rum, dass es blöd aussieht. Nee, sonst meckerst du mich nämlich wieder an, warum ich das gesagt habe. Hast ja recht. Keine Ahnung, ob es jetzt besser ist. Nee. Das ist nicht. Der Blitz soll nicht bei
treffen. Ey, Kaiser, frohes Neues. Du meinst Nessie, oder? Hä? Genau, ich sehe den Chat. So, warte mal. Und hi Simon, auch frohes Neues für dich. Genau, nur wenn ich meine Hand drehe, dann sehe ich den Chat. Das heißt, wenn ich gerade irgendwie voll im Stress bin, weil mich gerade 5 Zombies verfolgen oder, na gut, lass es auch nur ein sein, dann kann es schon mal sein, dass es einen Moment dauert, bis ich reagiere. So, keine Ahnung, ob es jetzt besser ist mit dem Greenscreen. Ich habe da jetzt nochmal ein, zwei Stufen hochgeschaltet. Ansonsten ist jetzt einfach die Beleuchtung scheiße. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So. Warum kann ich nicht rennen? Das frage ich mich echt mal. Kann ich das Ding jetzt hier mit dem Messer aufmachen vielleicht? Hm. Ach du Scheiße. Macht der denn für komische Bewegung? Aber das ist doch eigentlich so ein Fall für ein Messer hier, oder? Wenn er zu verklebt ist. A-Taste drücken. Ey, ach so, man muss die A-Taste drücken. Man muss nicht mit dem Messer gegenhauen, man muss die A-Taste drücken. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Puh, also mit Zombies reicht's mir eigentlich schon. Also ich wäre jetzt eher für so ein paar Rätsel oder so. Was ist denn das für ein Riesenkraut? Das ist ein ganzer Blumentopf. Grünes Kraut. Der sah aber ganz schön groß aus. Munition. Munition ist super. Ach so, wie ist denn meine Gesundheit eigentlich? Ach du Scheiße, die ist ja ganz schlecht. Erste-Hilfe-Spray benutzen. So. Jetzt geht's mir wieder gut. Aber rennen kann ich irgendwie immer noch nicht. Hat das vielleicht irgendwas mit der Höheneinstellung zu tun oder so? Denkt ihr, ich bin geduckt? Oder so? Warte mal. Naja. Also keine Ahnung, warum ich nicht rennen kann. Könnt ihr gerne mal selber probieren, wenn ihr den Mod ausprobiert. Und dann sagt mir mal Bescheid, ob ihr rennen konntet. So, also wenn es dunkel wird, holt er automatisch die Taschenlampe raus. Kann man auch irgendwas in den VR-Mod-Einstellungen ändern? Da stand irgendwas von wegen manueller Taschenlampe. Also muss man dann wahrscheinlich die manuell irgendwo rausholen. Oh, scheiße, ey. Wenn jetzt hier Hunde durch die Fenster gesprungen kommen, dann kriege ich einen Herzinfarkt. Na lecker. Verfluchte Scheiße. Oh no. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Uah. Er zuckt noch. Wenn der mal nicht wieder aufsteht. Dann brauche ich einen Schlüssel mit diesem Symbol dran. Habe ich natürlich nicht. Oh Mann, ich gucke erstmal auf den Chat. Und heil dich mal. Ja, habe ich ja gerade. Ist Rennen nicht Stick runterdrücken? Ja, dachte ich eigentlich auch, funktioniert aber nicht.
Ich drücke den Stick. Und es passiert nichts. Kann natürlich auch wieder sein, dass es mit den Controllern. Mit den Controllern von der HP Reverb wieder irgendwelche Binding-Probleme gibt, dass die Taste vielleicht nicht richtig belegt ist oder so. Könnte natürlich auch sein. Kann mal ganz kurz hier in die In-Game-Option gucken. Optionen. Steuerung. Tastenbelegung. Oh ja, gut, hier stehen natürlich bloß die ganzen Standardtasten. Laufen, Shift. Sprinttyp. Halten. Einmal drücken. Halten. Uta spielt Star Trek Bridge Crew. Cool, will ich auch mal wieder spielen. Einmal drücken. Ich mach mal einmal drücken. Ah, warte mal. Ich bin eben gerannt. Ich renne. Ich renne. Ich halte aber gedrückt. Nee, ich halte nicht gedrückt. Ich drücke einmal und halt renne dann automatisch weiter in die Richtung. Ich renne. Das ist doch gut. Jetzt kann ich aber nicht mal wegrennen von den Zombies. Scheiße, ist das Fenster kaputt. Vielleicht musst du Rennen noch in SteamVR festlegen. Hast wohl nie Resident Evil 2 gespielt. Doch, habe ich. Aber das ist schon ewig her. Also das Remake hier habe ich nicht gespielt. Ich habe wirklich das Original damals gespielt. 1900, wann war das? 99 oder so? 98? Irgendwie sowas, ne? Ach, guck mal, hier kann ich die Fenster zunageln. Errungenschaft freigeschaltet. Cool, das ist gut. Konnte man sowas auch schon im Original? Ne, ich glaube nicht, oder? Yes, danke. Das verdient einen Applaus, ne, mit dem Rennen. Oh ne. Scheiße. Kommt die hier rein? Ne, ich mach das Fenster nicht auf. Bleib bloß draußen, sag ich dir. Scheiße. Ich hab gesagt, bleib draußen. Headshot. Yes, ein Schuss. Die war immer richtig gut. Voll weggefetzt, der Kopf. Das war gut. Okay. So, da ist versperrt. Nee, aber ich freue mich echt, dass man das jetzt hier komplett in VR spielen kann. Mit voller Motion-Control-Unterstützung, das ist halt natürlich cool. Also rein theoretisch hätte ich es auch schon cool gefunden, wenn es wenigstens mit Controller spielbar ist, so wie Resident Evil 7 auf der PlayStation. Das war ja auch schon cool. Aber mit voller Motion-Control-Unterstützung ist natürlich nochmal geiler, ne? Karte der Polizeistation. Ja, supi. Huch! Ach du Scheiße. Will ich da durch? Das war bestimmt ein Fehler. Scheiße. Ist hier noch was? Muni, yes. Läuft mit der Munition hier. Könnt ihr auch mal probieren, einen Zombie mit dem Messer zu killen? Ich könnte ja mal probieren, das Dickerchen mit dem Messer zu killen, oder was? Wie rennst du denn nun? Ja, linke Stick. Ich drücke einmal den linken Stick. Und wenn ich dann weiterlaufen gedrückt halte, rennt er dann die ganze Zeit weiter. Jo. Also, linke Stick.
Nee, Remake ist an mir vorbeigegangen. Ich mach den jetzt mal mit dem Messer platt, ja? Hey, Dicky. Okay, man muss echt mit dem Messer rumfuchteln, das ist echt gut. Funktioniert. Und ich habe Munition gespart. Sehr gut. Ich weiß doch gar nicht mehr, was das für eine Spielzeit hat, das Spiel. Aber ich glaube, das war... nicht ohne, oder? Schießpulver. Da kann ich da Munition herstellen, wahrscheinlich. Zweimal Schießpulver, Pistolmunition. Hochwertiges Schießpulver, gelb. Flintmunition. Mag-Munition. Okay. Hallo? Oh, ich wusste es. Messer, Messer, Messer. Munition sparen! Das klappt gut mit dem Messer. Schlitzen. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch, mein erster Auftrag. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Das kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Aha. Mhm. Okay, also ich kann hier drei Buchstaben eingeben. Und hier. Okay. So, und was war das jetzt? In die Reihenfolge der Schreibtische? Ich gucke mal ganz kurz. Tobias. Achtung, dieser Kanal kauft Abonnenten auf Paid Likes. Hä? Und Leon rasiert. Hallo. Was, wer seid ihr denn? Ich finde das cool, sau cool, aber traue es mir nicht mal ohne Feuer. Said, hi. Ja, installier das mal. Ich habe dir den Link auch unten reingestellt, Said. In die Videobeschreibung. Da ist direkt der Link zu den ganzen VR-Mods. Also zu Resident Evil 2, 3, 7, 8. Da gibt es die ganzen ZIP-Dateien. Aber welche Reihenfolge muss ich das jetzt eingeben? M, R, G, Scott, George, Scott. Die Vornamen sollte ich aber machen, oder? M, R, G. M, R, G probiere ich mir auf der Seite. M, R, G. Jawohl, das war richtig. Sehr gut. Tobias, gut, dann abonniere ich dich nicht. Ja, keine Ahnung, Tobias, was das soll.
Danke, Sticky. So, dann jetzt die drei Namen hier noch. N. E. D. N. E. D. N. E. D. Perfekt, Rätsel gelöst. Erweitert das Magazin Matilda. Wolla. Das war's. Hat sich ja total gelohnt. Ach du Scheiße. Guck mal, Leute, hier. Mein Schatten. Der Arm bewegt sich ja auch sehr komisch und ich habe keinen Kopf. Guck mal, der Arm. Oh Gott. Sieht ja gruselig aus. Hui. Ich habe keinen Kopf. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier schon mal relativ sicher. Ich habe eine ganze Menge Munition gefunden. Ist doch schon mal gut. Ich habe Kräuter. Ich habe Erste-Hilfe-Spray. Kann eigentlich nichts passieren. Okay, kann ich eine Safe-Kombination einstellen, die ich aber nicht weiß. Okay, funktioniert nicht. Finde ich bestimmt irgendwo noch einen Hinweis. So. Dann gehe ich da mal die Treppe hoch und gucke mal. Oh. Wo? Wie? Was? Wer denn? Ich höre da was. Ah ja, er ist zu. Wo kommt der denn jetzt her? Ach, das war der, der in der Ecke gelegen hat. Nee, ich nehme das Messer. Scheißdreck. Scheißdreck. Oh, treibt man nicht. Oh, fuck, fuck. Yes. Oh shit. Wo ist er? Da. Mann, fuck you. Ach scheiße, ich hab's voll drauf. Oh Gott. Okay, ich erschieße ihn, ey. Reicht mir jetzt. Ach, mein Messer steckt da in ihm drin, deswegen. Mein Messer steckt in seinem Brustkorb, deswegen konnte ich das gerade nicht mehr benutzen. Jetzt habe ich es rausgezogen. Schön blutig. Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh nein. Was zum? Was zum Kuckuck? Nachladen. Sehr gut. Simon, sag mal, wenn du noch da bist, eigentlich, du hast doch zu Weihnachten eine PlayStation VR bekommen, oder? Wie ist sie denn? Wie findest du sie denn? Du warst doch ganz scharf drauf und wolltest dann Beat Saber spielen, oder? Said fragt, wie läuft die Steuerung? Alles flüssig. Ja, Steuerung läuft eigentlich super. Nachdem ich jetzt auch endlich mal das Rennen hingekriegt habe. Ich fand am Anfang... Ey, das gibt's doch nicht. Der lebt immer noch. Oh, nein. Wenn ich so weitermache, war's das mit der Munition, die ich hier schön fleißig eingesammelt habe. Schokopudding Hot Hat a Bonnier. Was? Schokopudding? Schlag mich nicht, aber ich finde es mit Gamepad irgendwie entspannter. Entspannter, du auf jeden Fall. Klar. Auf jeden Fall entspannter, aber immersiver
natürlich auf jeden Fall mit Motion-Controller-Unterstützung. Aber du kannst es ja auch mit Controller spielen, wenn du magst, ne? Du musst es ja nicht mit Motion-Controller spielen. Das ist doch gut, dass es optional ist. Also wenn du das lieber auf die entspannte Variante machen möchtest, kannst du es ja machen. So, und wer hat da jetzt gerade abonniert? Was stand da? Und was habe ich denn da gerade gehört? Wie findest du Rise of Glory? Rise of Glory? Ach so, Creed meinst du, ne? Das Boxspiel? Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Sau anstrengend auf jeden Fall. Ich habe das letzte Mal im... Oh, Leute. Im März gespielt. Also letzten Jahres. Mit The Noble Craftsman. Und hatte danach eine Woche lang Muskelkater im Arm. Beziehungsweise in beiden Armen. Also ist echt anstrengend, aber ist auch ganz cool. Macht schon Laune, Creed. War ich jetzt hier schon? Nee, ne? Hier war ich noch nicht. So, ansonsten, Said hatte noch was gefragt gehabt. Nö. Also wie gesagt, Steuerung ist eigentlich ganz cool. Simon, zu geil. Ich liebe PSVR und Beat Saber, aber manchmal geht das Tracking nicht so gut und ich bin in Five Nights at Freddy's 3 Meter zu weit hinten. Da muss ich halt die PS4 neu starten. Schokopuddinghaut hat abonniert. Danke Schokopuddinghaut. Wo kommen denn hier heute diese ganzen komischen Namen her? Siehst du? Wenn man von komischen Namen spricht. Pau Pastor Padillo. Hallo. Grüß dich. Mi Freeler, was heißt das? Hatte auch zwei Tage fett Muskelkater. Ja, das glaube ich. Wie gesagt, Creed ist echt anstrengend. Und mit dem Tracking musst du auf der PlayStation VR natürlich erstmal generell natürlich sogar auch ein paar Abstriche machen. Aber wenn man sich das Ganze gut einstellt und auch die richtige Beleuchtung im Raum hat, also sprich nicht zu hell, nicht zu dunkel, keine reflektierenden Flächen im Kamerasichtfeld, dann ist damit eigentlich auch schon ein ganz gutes Spielen auf jeden Fall möglich. Also damit ist es auf jeden Fall auch möglich, Beat Saber ohne Probleme auf Expert zu spielen. Oder auch Expert Plus, also ja, das ist gar kein Problem. So, jetzt hat man Doppelkraut hier. Jetzt habe ich natürlich nichts frei hier. Ich will auch nichts wegwerfen. Ach, guck mal einer an, da haben wir eine Kiste und eine Schreibmaschine. Die Kisten, die habe ich so ein bisschen vermisst bei Resident Evil 4, als ich letztens in VR gespielt habe. Das ist nämlich ganz praktisch, da kannst du einfach mal schön Sachen reinpacken und die für später aufheben. Schlüssel. Wofür ist der? Spezialzubehör für die Matilda. Dass das die Magazinkapazität auf 24 Patronen erhöht. Und die Nachladedauer verkürzt. Okay, und wie installiere ich das Ding? Kann ich ja gleich mal gucken. Kombinieren mit der Pistole. Jawohl. Okay. Sehr gut. Dann habe ich auch schon wieder einen Platz frei. Hi Pepe. Yes. Aha. Könnt ihr mal Five Nights at Freddy's spielen? Du, das haben wir schon mehrmals gespielt. Das haben wir eigentlich immer zu Halloween rausgekramt. Okay, jetzt letztes Halloween nicht, aber die zwei Jahre davor, glaube ich. Und ich bin da immer eines Herzinfarkts sehr nahe gewesen. Ja, Kräuterkunde. Okay, das kenne ich. Wie man die Kräuter mischen muss. Speichern. Man braucht keine Farbbänder auf jeden Fall. Schießpulver. Okay. Munition. Jawoll.
Damit habe ich schon zweimal Schießpulver. Könnte ich Munition herstellen, ne? Oder mal, dann nehme ich das mal da raus. Das auch. Und kombiniere das jetzt mal hier. Kombinieren. Zack. Munition hergestellt. Kann ich die damit kombinieren? Ja. Wunderbar. 31 Schuss. So, hier draußen waren noch irgendwelche Holzbretter. Bevor die dann nämlich das Fenster einschlagen, werde ich mal versuchen, das Fenster zuzumachen. Benutzen. Zack. So, das sieht gut aus. Puh. So, okay, was schreibt ihr denn? Du findest keinen Stream, wo wir das spielen. Doch, du musst mal gucken. Gib mal einen Stocky VR. Five Nights at Freddy's. Oder guck mal die Halloween-Streams durch. Das haben wir mehrmals gespielt, auf jeden Fall. Da ist ja irgendwann auch nochmal so ein DLC rausgekommen. Das hat man da nämlich auch nochmal gespielt. Was kann ich hier machen? Fotos entwickeln, oder was? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ja, ja. Okay, dann speichere ich jetzt nochmal, weil ich habe ja nochmal Munition hergestellt und so. Said, falls du noch da bist. Wegen der Steuerung vorhin. Als ich das Spiel gestartet habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Figur sich ziemlich langsam dreht. Und hab dann aber in-game. Kann ich dir mal zeigen. Und zwar hier. Optionen. Steuerung. Nee, da nicht. Ah nee, war gar nicht Steuerung. War Kamera. Controller-Empfindlichkeit habe ich auf Maximum gestellt. Hier bei Normal und beim Zielen habe ich auf Maximum. Und jetzt dreht er sich auch in einer Geschwindigkeit, die ich für okay finde. Snap-Turn gibt es übrigens noch nicht. Es gibt also wirklich nur Smooth-Turn. Falls einer aufs Snap-Turn steht, gibt es nicht. Hallo? Oh oh. Messer? Fuck. Na gut, da muss ich ihn erschießen. Wo ist mein Messer? Hallo, ich will mein Messer wieder haben. Scheiße, ich komme am Messer nicht mehr ran, oder was? Wo ist denn das jetzt? Ist das kaputt gegangen, oder was? Gehen die Messer kaputt? Nee. Eigentlich nicht, oder? Hm. Ach, der lebt noch. Mann, die halten aber ganz schön viel aus. Also ich spiele auf normalem Schwierigkeitsgrad übrigens. Gib mein Messer wieder her hier. Messer ist weg. Habe ich auch nicht mehr im Inventar. Na gut. So, was war jetzt hier bei der Troller gewesen? Die hatte auch noch irgendwas gehabt. Ah ja, Munition. Alles schon mal gut. Kann man darauf drücken? Kam nur nicht bei Stocky Five Nights.
Ja, Five Nights ist schon ganz cool. Ist natürlich wirklich nur Jumpscares, ne? Am laufenden Band. Was sich dann aber auch mit der Zeit so ein bisschen abnutzt, ne? Weil wenn die halt in so einer hohen Frequenz kommen, diese ganzen Jumpscares, das nutzt sich dann relativ schnell ab und dann bist du irgendwann resistent. Also für den Moment, ne? Beim nächsten Mal ist natürlich wieder alles genauso schlimm. Aber für den Moment stumpft man erstmal dann so ein bisschen ab. Wenn alle paar Sekunden so ein Jumpscare kommt, dann. Tragbarer Tresor. Was ist das denn? Was ist da los? Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen Falschknopf drücken, gehen alle Lampen aus. Und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay. Okay, also ich muss jetzt in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Das war falsch. Falsch. Aha. Da war schon mal was richtig. Also die sind schon mal gut. Nee. Aha. Ja. Ja. Scheiße. Und das soll ich mir jetzt merken? Nein. Oh yes. Panzerknacker. Was haben wir denn da Schönes? Ein Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Ah ja. Sieht aus wie eine Taste von einer Tastatur. Ein Knopf für ein Terminal. Es steht nichts drauf. Okay, interessant. Ich finde Snap-Turn voll blöd, aber Smooth-Turn ist Liebe. Ja. Manche sind da natürlich ein bisschen Motion Sickness anfällig. Und Snap-Turn hilft dann oftmals, dass einem nicht so schnell schlecht wird, ne? Verdammt, kein Platz mehr. Ich kann aber die Kräuter kombinieren hier. Zweimal rot, obwohl zweimal rot macht da keinen Sinn, oder? Warte mal, kann ich nicht die hier? Nee, kann ich nicht kombinieren. Zweimal rot macht da keinen Sinn. Wenn ich mich nicht täusche. Ich habe einfach zu wenig Inventarplätze. Ich weiß gar nicht, kriegt man noch mal irgendwann welche dazu? Ach, hier ist wieder irgendwas mit einstellen. Irgendwelche Initialen oder so. Oh Gott! Der zuckt doch. So, was ist hier? Tut mir das weh, wenn ich da durchgehe? Ich brauche bestimmt eine Kurbel, ne? Ja, hier brauche ich bestimmt eine Kurbel. Hier komme ich nicht durch. Das tut mir bestimmt weh. Ah, aua, siehst du? Okay, gut. Also, da geht's nicht weiter. Geh ich mal weiter nach oben. Ich werde aber auch nicht mehr allzu lange machen wie heute. Das sollte eigentlich auch nur so ein kurzes Gameplay werden. Wie der VR-Mod generell läuft. Und er läuft gut. Er läuft wirklich gut.
Munition. Habe ich natürlich wieder nicht. Gamels, hallo, frohes neues Jahr wünscht ihr auch. Ein Schlüssel, ah, mit diesem komischen Symbol drauf, ja. Yeah. Ich habe aber keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Ganz doll schlecht. Naja, also wenn ich die doch kombiniere, die beiden roten, kann ich gar nicht. Kann die mit gar nichts kombinieren. Verdammt! Das ist doch Mist, ey. Ich habe bloß 8 Inventarplätze. Ich dachte gerade, jetzt habe ich aber einen Kopf. Habe ich doch nicht. Das ist die Figur. Ich dachte gerade, okay, meine Figur hat doch einen Kopf. Nee, nee. Mein Avatar hat keinen Kopf. Also, mein Schatten hat keinen Kopf. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich erstmal... Was zum... Was? Oh, nein. Bitte keine Hunde. Bitte keine Hunde. Scheiße. Oh, fuck. Kann man da cheaten und den Kopf durch die Wand stecken? Nee, kann man nicht. Oh, hier liegt was. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Oh nein. Schlimmer als Hunde. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Oh nein, die Licker. Scheiße. Die kenne ich noch. So Leute, war schön. Gibt es Spoof-Turn auch mit PlayStation Motion Controllern? Das kommt natürlich immer aufs Spiel drauf an. Wenn das Spiel Snap-Turn oder Smooth-Turn unterstützt, dann kannst du das auch mit den PlayStation-Move-Controllern machen, ja. Das hängt immer vom Spiel drauf ab. Scheiße, ich bin keine Licker. Tja, mein Inventar ist immer noch voll. Oh Gott, die Puppe sieht ja gruselig aus, ey. Scheibenkleister. Au, schau. Scheiße. Also ich glaube, das ist richtig krass, ne? Dadurch, dass die Grafik bei Teil 2 hier auch so cool ist. Wirkt das gleich noch viel, viel bedrohlicher. Oh, ich bin ja sowieso so ein Schisser. Bei C4. Okay. Schon wieder ein Brief. Anonyme Notizen. Was ist das? Eine Gürteltasche. Ah ja, geil. 2 Inventarplätze. Ein kleiner Beutel, mit dem man zusätzliche Gegenstände tragen kann. Das finde ich gut. So, und ich würde sagen, jetzt da schieße ich mal jetzt auf das C4, oder? Und damit locke ich natürlich diese Licke an wahrscheinlich, ne? Ach, oh, fuck, ich schieße daneben. Uta spielt auch Ark. Warum spielen alle Ark? Mensch, was ist da los? Fuck, ich kann es überhaupt nicht zünden. Oder was?
fehlt irgendwas, ne? Scheiße. Brauche ich einen Zünder oder sowas? Oh oh, ich höre was. Da unten. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Oh, scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Haha. Zum Glück sind die nicht so schnell wie bei Resident Evil 4. Da renne ich immer hinterher. Klappt ganz gut. Mit dem Zielen, auch wenn man keinen Fadenkreuz hat. Ein Messer, jawohl. Aber ja, das scheint sich tatsächlich abzunutzen, das Messer. Da ist ja so ein Balken dran. Also die Messer scheinen sich tatsächlich abzunutzen. Das gab es doch früher nicht in dem Original, oder? Und die leben aber noch. Die leben nur noch. Jetzt sehe ich den noch an. Siehst du? Bleib stehen, Junge. Du musst doch vernünftig zielen. Mann, halten die viel aus. Geh zurück. Oh, shit. Ach, Scheißdreck. Mann, er bleibt aber auch nicht mal in Ruhe stehen, dass man ihm mal einfach in den Kopf schießen kann. Als hätte er irgendwie was dagegen, dass ich ihm in den Kopf schieße. Mann, das ist voll gemein, ey. Resident Evil 1 war immer eine riesige Blutlache, wenn die Gegner tot waren. Machst du dir sicher? Alles klar, der ist tot. Ein rotes Buch. Echt jetzt? Leute. Soll ich meine ganze Muni an euch verschwenden? Kann doch nicht wahr sein. Bleibt da einfach mal liegen. So, also für dich nehme ich aber jetzt ein Messer hier. Oh Gott. Scheiße, das FBI kommt und hilft mir. Sehr gut. Mann, ey. Bleib doch jetzt einfach mal liegen. Mann. Ah ja, guck mal, jetzt siehst du auch den Energiebalken von dem Messer. Der ist jetzt schon fast zur Hälfte runter. Slady, frohes neues Jahr. Du findest es voll cool, dass die Motion Controller auf der PlayStation 3 schon da waren. Naja. Das ist halt so mittelcool. Weil dadurch ist die Technik halt schon ziemlich alt. Und deswegen ist das Tracking so scheiße. Aber wir haben damals auf der PlayStation 3 auch schon ein paar coole Spiele mit den Move Controllern gespielt, ja. Ohne VR halt. Nur mit den Move-Controllern. Und dafür waren sie auch recht gut. Poh. Mann, oh Mann, das war's hier mit der Munition, die ich mir hier verdient habe. Ach, da passt der Schlüssel, den ich nicht mitgenommen habe. Verdammt. Da muss ich mal zurück. Obwohl, nein, mein Inventar ist jetzt schon wieder voll. Ach, ist doch so Mist. Ich habe doch dieses blöde Buch mitgenommen. Ein zerschlissenes, altes Buch. Wichtiges Objekt. Was soll ich denn damit? Ein Plastikteil in Form eines Buches. Ein Plastikteil. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ah, okay, das muss ich bestimmt in so einer Statue irgendwie reinstecken oder so.
Aber was mache ich jetzt mit meinem Inventar? Ich brauche mehr Platz. Okay, also ich sehe schon, worauf das hinausläuft hier. Ich brauche ganz dringend mehr Inventarplätze. So, hier war der Schlüssel, ne? Irgendwie, oder? Nee. Oh, ich höre was. Hier ist der Schlüssel und den brauche ich auch unbedingt, Mensch. Kann ich irgendwas aus meinem Inventar ablegen? Zum Beispiel hier so ein rotes Kraut? Ja, da wegwerfen. Schlüssel ist wichtiger. Mann, wer hupt denn da? Eine Macke oder was? Sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Wenn der da so ohne Kopf langläuft. Ah, Pistolenmunition. Hatte ich übersehen. So. Dann komme ich aber jetzt durch die Tür durch, oder? War ich hier schon drin? Nee, war ich noch nicht drin, ne? Fuck you. Verdammt! Ich hasse es. Warum bin ich so schreckhaft? Oh oh. Oh oh, der richtige Controller war ihm weg. Und warum ist das Bücherregal dann mit dem Wagenheber angehoben? Ha. Komisch. Oh, shit, ey, hab ich mich erschrocken, als ich da gerade runtergefallen bin. Mann, ey. Aha, aha, aha. Aha, hier kann ich was einstellen. Aha, Einhorn. Ich habe doch vorhin dieses eine Buch da gehabt. Notizbuch des Polizisten, genau da. Einhorn. Kann ich mir das mal größer angucken? Okay, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, muss ich sagen. Kann man auch hier ranzoomen, ne? Was ist das für ein Symbol? Ein Fischkopf oder so? Nee, was ist das? Fischkopf? Dann irgendwie ja, sowas mit so einem komischen Arm. Ach, und die Bots sind auch wieder unterwegs. Hallo Paula, McDaniel. Schön, dass die Bots auch wieder noch da sind. Danke, Slady. Stocky, welche VR-Spiele kann die Quest 2 ohne PC, also welche bekannten, wie Beat Saber oder Minecraft? Also Beat Saber ja auf jeden Fall, Minecraft nein. Ansonsten bekannte. Es gibt The Walking Dead, Saints and Sinners zum Beispiel, es gibt Medal of Honor, es gibt... Also so an bekannten Marken, meinst du jetzt ja oder was? Also Minecraft hat leider nicht. Aber gibt schon viele gute Spiele für die Quest. So, also Symbole. Zack, zack, zack. Ja, irgendwie sehen die anders aus als auf dem Bild. Finde ich. Das vielleicht. Oh Gott, das spiegelt auch so komisch. War das richtig? Nee, war nicht richtig.
guck nochmal in die Notizen. Ups. Also diese Kanne da rechts ist richtig. Was ist das ganz links? Das ist irgendwie so geteilt in der Mitte. Und das andere da, ja, mit so zwei Armen irgendwie. Das ist es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das linke ist richtig. Vielleicht die Waage. Flügel. Hm. Gibt es hier noch was anderes, was in der Mitte geteilt ist? Tja. Es ist blöd, dass man da nicht dichter rangehen kann, irgendwie. Nur das sein. Nur das mittlere, denke ich mal, ist irgendwie falsch. Oh. Ah, das war's. Was auch immer das war. Ein Einhornmedaillon. Und ich habe keinen Platz, nein. Okay, scheiß auf dieses rote Kraut jetzt hier, weg damit. Weg. Brauch Platz für die wichtigen Sachen. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zur Schreibmaschine und dann speichere ich ab. Braucht man für die Quest 2 einen guten PC oder kann man einen scheiß PC wie ich haben? Also wenn du die PC-VR-Spiele spielen möchtest, dann solltest du schon einen halbwegs guten PC haben. Das ist ja die Frage, was ist denn ein scheiß PC für dich? Oh oh. Die Geister von Phasmo kommen auch schon wieder. Slady! Was hast du denn für ein PC, Simon? Also was für eine Grafikkarte? Vor allem. Die Tür ist zu, ne? Auf die Karte gucken. Ja, die Tür ist zu. Dusche komme ich auch nicht weiter. Okay, also ich kann geradeaus gehen. Und dann darf ich irgendwie wieder runter wahrscheinlich. So, die sind immer noch tot, das ist schon mal gut. So, und hier kann ich jetzt den Schlüssel verwenden. Zack. Und da komme ich wieder in die Eingangshalle oder was? Jawohl. Ach, da ist ja der Typ, der hat ja gesagt, ich soll zurückkommen zu ihm. Er hat mir irgendwas ganz Wichtiges zu zeigen. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Was ist das? Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ach, Claire. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. So, ah, jetzt kann ich da hier so ein Ding einsetzen. Dann habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Jawoll. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen.
Naja, da fehlen noch zwei Scheiben. Okay, jetzt muss ich erstmal mal lesen hier. Simon hat viel geschrieben. Also, ich habe mit schlechter Grafik im Fenstermodus wenig FPS. Manchmal laufen Spiele flüssig, aber Spiele, die ein bisschen mehr Leistung als Minecraft oder Valve brauchen, gehen nicht gut. Ja, okay, das kannst du vergessen. Simon, das kannst du vergessen mit so einer internen Intel-Grafikkarte da und einem Intel i3-Prozessor. Kannst du voll vergessen. Hallo Joachim, frohes neues Jahr wünsche ich. Genau, Zubun habe ich schreibt es gerade. Mit der Quest brauchst du gar keinen PC. Richtig. Ja, also sowas solltest du schon mindestens haben. 1060, 1070. Sowas sollte man schon als Minimum eigentlich haben. Und mit deiner Onboard Intel Grafikkarte da kannst du das, glaube ich, komplett vergessen. So. Ich speichere jetzt nochmal ab. Und dann würde ich sagen, mach ich Feierabend. Ich meinte Valo, also Valorant. Okay, ja, sagt mir was. Spielt ein Kumpel von mir hier, der Wolf, der spielt das auch immer. Valorant ist, glaube ich, auch, was ist denn das? So ein. Ist auch so ein Battle Royale-Ding, glaube ich, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht genau. Keine Ahnung. Also, ich weiß, dass er das auch immer spielt, aber was das genau ist, keine Ahnung. So. Wie spät haben wir es denn? Warum zeigt mir hier das Chatfenster eigentlich keine Uhrzeit an? Minecraft Bedrock, was die VR-Version ist, läuft sehr gut und flüssig. Aber doch nicht in VR. Oder was meinst du? Du meinst in Flat. Läuft es flüssig. Das heißt ja noch lange nicht, dass es auch in VR flüssig läuft. In VR brauchen die Spieler halt schon nochmal dann deutlich mehr Leistung, als wenn du sie in Flat spielst. So, also kleines Fazit jetzt zu dem VR-Mod. Ich glaube, ich könnt ihr euch denken. Habt ihr die ganze Zeit mitgekriegt? Spiel läuft super. Funktioniert gut. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie es jetzt bei leistungsschwächeren Rechnern aussieht. Ich spiele es jetzt hier mit einer RTX 3080. Und ich finde, es läuft soweit mit der G2 hier also super. Ich hatte vorhin, als ich es nicht gestreamt habe, auch nochmal ein bisschen höher gedreht von der Auflösung und da lief es auch alles flüssig für mich hier in der Brille. Motion Controller Unterstützung funktioniert auch sehr gut, jetzt, obwohl ich auch endlich mal rennen kann. Also habe ich eigentlich nichts zu meckern. Klar, die Zwischensequenzen, das war klar gewesen, dass es irgendwie immer ein bisschen komisch ist, wenn er da hin und her switcht, die Perspektiven. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr gute Arbeit hier, was diesen VR-Mod angeht. Ich werde mir den dritten Teil auf jeden Fall auch nochmal angucken. Das wird, denke ich mal, dann ähnlich aussehen. Da habe ich das Remake auch noch nie gespielt. Mit Nemesis. Und ja, Resident Evil 7 und 8 werde ich mir auch nochmal anschauen. Auch wenn es nur mit Controller-Unterstützung ist. Aber interessiert mich trotzdem nochmal. Weil diese Warp-X-Version von Resident Evil 8 Village, die ich da mal probiert hatte, war ja total der Rotz gewesen. So im Nachhinein, also das kannst du eigentlich auf Dauer aber nicht spielen. Aber hier mit dem VR-Mod hier, das kann ich mir also durchaus vorstellen, hier das nochmal in VR durchzuspielen, das Spiel. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Da ich diesen Remake-Teil sowieso nie gespielt habe, habe ich da schon Bock drauf. So, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Buddy, guter Mod, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat er richtig gute Arbeit geleistet hier, der, wie heißt denn der nochmal? Den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ist ja nicht der Typ, der Luke Ross, der ist es ja nicht. Der letztens den Horizon Zero Dawn Mod gemacht hat, der ist auch sehr gut, der Mod. Aber das Ding hier gibt es ja jetzt kostenlos. Und eigentlich echt gute Arbeit. Ne? Vor allem auch mit Motion Controller Unterstützung, das ist halt auch echt gut.
So, Rimo schreibt sehr schön, echt coole Mod. Die Quest ist halt die Nintendo Switch der VR. Hol dir eine Quest und spiele VR und da kannst du mal Minecraft testen. Aber du hast doch jetzt eine PlayStation VR. Prey Dog heißt er, genau, danke Tsubunabi. Genau, Prey Dog heißt er. Der hat echt gute Arbeit geleistet. Und, Simon, du hast doch jetzt eine PlayStation VR seit Weihnachten. Du kannst dir doch Minecraft für die PlayStation VR kaufen. Da brauchst du dir keine Gedanken machen um die Leistung deines PCs. Weil Minecraft auf der PlayStation VR echt super ist. Also ich habe auch schon viele, viele Stunden in Minecraft auf der PlayStation VR verbracht. Und das macht echt Saubock. Hat keine Motion-Control-Unterstützung, spielt man ja auch mit dem Gamepad. Aber das ist vollkommen in Ordnung, funktioniert richtig gut. Und läuft super flüssig, brauchst du dir keine Gedanken machen um deinen PC. Hol dir Minecraft für die PlayStation VR. Beziehungsweise, wenn du Minecraft... Die Flat-Version hast für die PlayStation, hast du ja automatisch die VR-Version. Das ist ja ein und das Gleiche. Also du musst da nicht extra was kaufen. So, also ich mache jetzt Feierabend, Leute. Bin noch ein bisschen groggy von Silvester gestern. War spät gestern. Und ja, die Woche ist jetzt noch meine Tochter noch zu Besuch hier bei uns. Die ist ja immer nur in den Ferien bei uns. Heute schläft sie bei einer Freundin. Deswegen habe ich heute mal die Zeit gefunden, ein bisschen zu streamen. Ansonsten ist meine Tochter noch die ganze Woche bei uns. Das heißt, da wird es wahrscheinlich streamtechnisch auch nicht so viel geben. Muss auch nächste Woche wieder arbeiten. Werde aber wahrscheinlich größtenteils Homeoffice machen, damit ich hier bei meiner Tochter bin. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bye, bye. Hab Minecraft, aber man kann auf PSVR Minecraft die Arme nicht mit Motion Controller. Ja, richtig, ja, macht ja nichts. Kann man auch super mit Gamepad spielen auf der PlayStation VR. Miese Optik, aber geil. Es ist halt Minecraft. Ja, genau. Also bei Minecraft ist es eigentlich völlig okay, dass man es mit dem Gamepad spielt, finde ich. Also bei Minecraft würde ich da gar keinen Sinn drin sehen, dass es mit Motion Controller gespielt wurde. Also, so, jetzt aber Feierabend. Also, macht's gut. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht nochmal auf den Like-Button zu drücken. Da freuen wir uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.